Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberten. Wie ich gerade unten links sehe, ist mein ganzes Geld weg. Warum? Ich guck mal, ob die Erfolge... Ne, die bleiben natürlich. Klar, mein Geld, die 9000 schießt mich tot, sind weg. Aber die Erfolge, die bleiben. Frechheit. Das heißt... Boah. Einige Minuten lang hier... wieder Taschendieb stehen... spielen oder wie. Oh, nee, das ist mein... Hä? Achso, warte mal, ist das... Hä, ist das Schiff zurückgesetzt worden, weil ich jetzt gedesinkt wurde? Weil ich gestorben bin? Ist das euer... Warte mal, ist dann auch mein Pfeil wieder... Mein Pfeil ist auch wieder da. Alles klar, na gut. Hab zwar immer noch eigentlich mehr gehabt. In der Theorie und in der Praxis, aber hey. Ja, ein bisschen... Kann er bitte... Eins? Hallo, kann er bitte mal... Ja, ach komm schon. Was ist das denn für ein Opfer? Will echt... Wollte gerade sagen. Komm schon, zwei? Ach nö! Oh komm, mein Plan hat so gut geplant, aber nicht so gut funktioniert wie geplant. Nein. Schade drum. Warum hat er denn nicht genügend Kraft gehabt, um alle hier zu beseitigen? Fünf Gegner sind es doch nur, die der beseitigen muss. Ach egal, auch wenn ich verstehe. Ich will mal gucken, ob ich wieder auf die 10.000 komme. Und dann muss ich gleich nochmal ein paar Schiffe losschicken. Denn wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, brauche ich ja richtig viel, um was zu machen, nämlich die restlichen Schiffe zu kaufen. Ach ja. Okay, das heißt, Richtung Kirche war der Hafen? Nee, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Da ist der Hafen, in die Richtung. Das war nicht so richtig durchdacht von mir. Wie schaut es eigentlich mit den Giftpfeilen aus? Ja, wir haben wieder Berserkerpfeile. Ach, ich kann es nicht lassen. Das wären auch nur drei. Ich brauche halt wirklich eigentlich so einen axtschwingenden Typen. Weil der kann ja schwer in Nahkampf und wenn der die da wegräumt, dann ist gute Nacht, Marie. Also dann ist auch kein Platz mehr für... Von wegen, dass es nicht hinhaut. Na gut, egal. Wir gucken jetzt erstmal... Dass wir so schnell wie möglich zum Assassinenquartier kommen. Oder wie man es nennen möchte. Zum HQ, ne? Zum AHQ, genau zu nehmen. Obwohl AHQ, so könnte man sagen. Egal. Wie dem auch sei. Oder wie man es auch immer nennen möchte. Sag ich mal lieber so. Wir gucken, dass wir. Bitte, was war stand da eben gerade? Ich kann den, warte mal.
Ich verstehe es nicht. Da stand eben irgendein Tutorial. Habe ich jetzt gerade nicht kapiert oder was weiß ich was, aber ich muss es auf jeden Fall gleich nochmal selber im Video nachschauen. Ich hoffe einfach allerdings, dass ich dran denke, bei den Parts schneiden, dass ich das nicht vergesse rauszuschneiden. Solche Kleinigkeiten wie, ja, Spielneustart. Achso, ich kann es ja von der Seite machen. So. Genau, jetzt habe ich auch eine Maus. Waren kaufen. Gewürze. Hundert, okay. Schiff entsenden. Das dauert jetzt 40 Minuten. Okay, ist egal. Passt schon. Und jetzt das noch, Waren kaufen. Schiff entsenden. Ja, ist ja nur hier hinten nochmal 1000. Ja. Ab dafür. Jetzt habe ich gerade nur zwei von meinen EQ oder wie das heißt. Aber von dem Geld halt. Das ist mal richtig schade drum. Naja, man fängt ja auch mit 0 an in der Theorie, ne? Also. Kann mich nicht beschweren. Das heißt, ich muss halt ein bisschen häufiger mal zwischendurch auch Taschendiebstahl mal natürlich machen, ne? Hey! Weg! Einfach weg! Du da in den Hosen! Halt! Keine Ahnung, wie das zu vertreten ist gerade. Aber es funktionierte. Nun, gegen eine Gebühr könnte ich helfen. Ich will ihn nicht bestechen, ich will ihn eigentlich gerade. Okay. Was? Naja. 151,3, 2, 1. Keiner bemerkt es. Ach, doch, das auf einmal. Sie. Wo ist sie hin? Auf einmal wird's bemerkt, so im Motto, ne? Egal. Ich weiß auch nicht, warum der hier so liegt, aber hey, nehme ich gerne an. So, ich würde sagen, wir machen mal jetzt noch die eine Nebenmission, die da ansteht. Obwohl, das ging gerade so geschmeidig, da nehme ich doch auch nochmal mit hier. Hey, da sind wir schon klar wieder auf 500. Achtung, jetzt auf 500 sind wir. Ah, nicht ganz. Da müssen die nochmal eben mithelfen. Ich bedanke mich für eure Spende. Okay, kann angehen, dass du im späteren Spielverlauf einfach mehr kriegst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ah, warte mal. Bekannten als Assassin ist hoch. Achso, okay, nee. Vor dem Mast. Schneller als der Gegner durch die Kontrollpunkte laufen. Hey, Senorita. Ein Wort, Senorita? Ja. Kapitän Dominguez sagt, ihr seid schnell. Kapitän Dominguez sagt, ihr könnt klettern. Kapitän Dominguez sagt. Schon gut, es reicht mit Kapitän Dominguez. Was wollt ihr denn? Ein Rennen, weil ich schneller bin. Was bekomme ich, wenn ihr verliert? Verliere ich, werde ich gerne in eurer Mannschaft dienen. Abgemacht. Mal sehen, ob ich das erlaubt ist hier. Hm.
Warum hätte ich das Gefühl nicht los, dass es irgendwie eine Falle ist? Weil sonderlich schnell ist der nun jetzt nicht da dran. Verfolgt sie! Aber er ist nicht dran, irgendwie schnell hier dran zu sein. Deswegen, also, ob da was dran ist an dem Thema, dass er schnell ist. Ja, oder sie wollten es nicht so gemein machen wie bei den Zelda-Spielen, wie Nintendo das ja immer macht. Mit diesem Pseudo-Briefträger. Ach ja, ich muss, stimmt, ich hab doch den einen Edelstein schon. Ich muss nur dran denken, mal mich als Dame gekleidet dahin zu bewegen. Zu begeben, zu bewegen, wie auch immer. Oh nein! Es sind nur noch drei Dinger vor mir, ne? Ja doch, ich glaube... Das ist irgendwie klipp und klar, wer hier gewinnen wird. Oh. Ein Problem. Die Zeit. Ich hab verkackt, weil sie da nicht mehr oben geblieben ist. Okay, versuchen wir es nochmal. Und diesmal ohne irgendwelche Zickzack-Manöver. Und ohne halt irgendwo runter zu plumpsen. Könnte man auch sagen. Von Kaminsims zum Kaminsims. Noch 40 Sekunden für die restlichen 5. Komm schon. Noch 20 Sekunden, um den letzten zu erreichen. Na gut. Vorausgesetzt, es kommt jetzt nicht irgendwas ganz Fieses. Geschafft. Schiffscrew. Neuer Gegenstand beim Schneider freigeschaltet. Ach echt? Na sag an. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, du. So. Mal eben schnell geguckt, was das ist. Ich würde mal sagen, hier. Nicht mal annähernd, ne? Oder? Rauchbomben? Könnte sein, die Rauchbomben. Warte, Moment. Ne, waren alle im Besitz, okay. Auch alle im Besitz. Das ist wirklich nur dieser eine Beutel, der wahrscheinlich da neu zugekommen ist. Okay. Dann würde ich sagen, begebe ich mich wieder Richtung Hafen. Dafür sollte ich dann auch Richtung Hafen mich begeben. Obwohl, haben wir gerade irgendeine Mission? Nicht aktiv. Also zumindest hier nicht. Ja, dann mache ich mich mal eben als Dame begleiten. Und warum auch immer jetzt auf mir selber die Markierung gesetzt habe, habe ich keine Ahnung. Aber ich brauche auf jeden Fall eine Damenbekleidung. Weil zum einen sind wir da unauffälliger. Und zum anderen kann ich dann mal diese eine Nebenmission machen.
mit unserer Mama. Also zumindest die hier, unsere Mama ist im Spiel. Unsere Ersatzmutter, könnte man auch sagen. Wo waren das Anwesen? Da war das Anwesen, genau. Könnte jetzt ein Weilchen dauern. Ich habe jetzt auch überlegt, sollten in den letzten Parts eventuell noch sehr lange Laufwege vorkommen, da ich die einfach komplett rauscutte oder sogar einfach nur beschleunige. Also zumindest, wenn ich dann in einer Darmkleidung unterwegs sein sollte, auch noch zusammenhängt. Eine geteilte Familie. Den Mann in Sicherheit geleiten. Avelin, erinnerst du dich an die Sklavin, die du mir brachtest, Therese? Natürlich. Kann ich dir trauen, Tochter? Aber ja doch. Worum geht es? Es gibt da noch einen Sklaven. Er wurde von seiner Frau und seinem Sohn getrennt. Hm. Wenn du ihn zu mir bringst, führe ich sie zusammen. Oh, natürlich. Ich werde tun, was ich kann. Ich will gar nicht wissen, was. Kein Schaden erleiden, finde den Sklaven. Was? Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben keine Zeit. Komm schnell mit mir. Deine Familie. Ja, warte, ich will eben noch ganz schnell. Es muss einfach sein. Ich hab schon wieder den Lootfinger. Es ist. Tut mir leid. Kann ich mal bitte. Ich brauche ja allerspätestens, wenn mir wieder eine Wache entgegenkommt, den Schirm einsatzbereit. Nicht wahr? So, dann kürzen wir mal die 100 Meter auf 50 Meter runter. Da kommt von links jetzt eventuell eine Wache. Okay, doch nicht. Das ist auf dem Dach. Von daher schnell, 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 schnell. Ganz schnell. Und das ist, dass wir uns gleich verstehen, Leute. Ich werde mich gleich zum Edelstein auf dem Weg noch machen. Einfach aus Prinzip. Merci. So, das ging doch relativ einfacher, als ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, okay, das wird jetzt so richtig furchtbar, weil... Naja. Aber nein, es hat ganz gut funktioniert. Wer hätte es gedacht? So, jetzt müssen wir Richtung Kirche, das heißt einmal geradeaus und dann rechts runter. Genau. Du mich auch. So. War doch irgendwo hier, oder? Jetzt muss ich halt nochmal nachgucken, weil ich gerade nicht so sicher bin. Ja, doch, doch, doch. War hier. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob auf der Höhe oder auf der Höhe es war. Ich glaube, es war noch ein Stück nach oben. Kann mich natürlich auch total täuschen und dann war es ein Stück weiter unten, aber hey.
Nee, es passte. Kleines Stück höher war es schon richtig, so vom Gedankengang her. Ganz furchtbar mit dieses Hochgekletter, nur um dann an die richtige Stelle zu gelangen, ne? Und Achtung! Wir lassen uns hier einfach... Danke. Einmal reinplumpsen. Betören den Herrn. Und haben den Edelstein. Alle Broschen eingesammelt. Ein spezieller Hut wurde freigeschaltet. Na denn. Wollen wir doch mal Richtung Schneiden und den uns angucken, ne? Ich weiß gar nicht, gibt es noch eine Nebenmission gerade für uns in der Darmkleidung? Weil sonst würde ich mich auch noch dementsprechend mal eben umkleiden. Soweit ich sehe, ja, unten am Hafen. Ja, dann kann ich auch mich bis dahin einmal kurz schwitzen, durch mal umkleiden, weil einfach es sich anbietet. Dann Richtung Hafen runterschlendern. Da dann mich wieder in der Nähe umziehen. Ja, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann bin ich auch einfach schneller unterwegs. Weil ich merke tatsächlich den Geschwindigkeitsunterschied. Auch wenn er nur extrem minimal ist, aber hey. Er ist festzustellen, der Unterschied. So, weil wenn wir jetzt losflitzen, da, ihr merkt gleich den Unterschied. Weil man halt einfach wirklich extrem schnell sich voran bewegt. Oh! Dann machen wir doch die Münzen gleich nochmal zu. Letztlich noch dazu. Ich glaube, am Hafen, die sollte auch wieder dann da sein, dementsprechend. Oder sie ist wirklich nur da, wenn wir als Dame unterwegs sind. Das kann es natürlich auch sein. Aber die letzte müsste ja einfach unten irgendwo sein. Am Hafen. Weil wenn nicht, dann erklär mir mal, wo die sonst sein soll. Ne? Also von der Logik her ist zu schulden schon. Okay, die Sonne scheint sehr rot rein im Spiel. So. Jetzt laufe ich gerade mal noch eben hier hoch. Okay, das ist schon zu weit, ne? Ja. Da ist die seine Gebäude mit den... an der Seite. Okay. Vor allem, ich will ja nicht hochnäsig klingen, aber die Templer hätten einfach kein Problem, wenn sie nicht die Assassinen angreifen würden, ne? Nur mal so nebenbei. Und ja, tatsächlich, wir können die Münze uns holen. Dafür hängst du! So, erstmal ihn blündern. Blündern, allein schon, mit B. Die ja eh auf Entfernung kämpfen, kann ich hier ganz entspannt ein neuer Hut wurde freigeschaltet. Okay, die kann ich jetzt nicht plündern, egal, passt schon. So, jetzt ist ja hier auf der Ecke eh ein Schneider und ein Kostümierer ist auch noch auf der Nähe. Ich muss das halt immer nutzen, diese Möglichkeit. Es tut mir leid. So. Gerade noch so reingekommen. Okay. Dann zum Schneider reingucken. Huch, eine Tür davor.
Es tut mir leid, ich bin manchmal zu schnell. Jetzt haben wir auch die Münzen alle eingesammelt, ne? Das ist auch sehr schön. Hüte. Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss dafür ein DLC besitzen. Oder habe ich irgendwas anderes? Achso, nee. Wir haben neue Kleidung freigeschaltet beim Schneider. Das war's. Bayou-Jäger. Ach du, geniale Sache. Nehme ich mit. So. Und unsere Damenbekleidung ist auch nicht von schlechten Eltern. Also, Ubisoft, ich muss euch wieder mal aufs Neue loben. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe, einfach weil es einfach so ist. Aber Alter, ist das manchmal genial, ne? So, man denkt so, okay, das Sammeln bringt halt nicht wirklich was. Aber wenn man solche Kleinigkeiten mag, dann lohnt es sich auf jeden Fall fett. Kleiner Nachteil, wie lange hat das jetzt gedauert? Lang genug. Wir machen Partende. Dann würde ich sagen, machen wir die Mission da drüben, die ich eigentlich gerade machen wollte, beim nächsten Mal. Allerdings mache ich jetzt erstmal vorerst Schluss, weil ich habe reichlich wieder zum Schneiden und zum Rendern. Und ich glaube, wir sind wieder gut vorangekommen. Also wir haben jetzt immerhin alle Edelsteine, wir haben alle Assassinenmünzen, wir haben alle Tagebuchseiten. Also alles, was ich jetzt heute gemacht habe in den ganzen Aufnahmen, zusammengerechnet gerade. Habe ich sonst noch was erledigt? Ach ja, genau, ich habe einige Errungenschaften abgeschlossen. Was war noch? Ich glaube... Ach ja, genau. Ich habe noch Schiffe losgeschickt. Ich habe ein drittes Schiff gekauft. Ich kann noch ein weiteres Schiff losschicken. Also das... Ich glaube, ich mache jetzt noch ein bisschen im Off vielleicht Geld sammeln. Vielleicht, wenn es hochkommt. Aber die Mission hier, die mache ich echt beim nächsten Mal wieder. Wenn ich wieder Assassin's Creed spiele. Von daher... Eben nochmal schnell nach oben. Die Schiffe, die eh in einem Hafen liegen... beladen lassen und losschicken und dann passt das auch schon. So, von daher würde ich sagen... Was? Die liegen alle an, aber ich habe so wenig Geld nur? Da muss doch irgendwo ein Fehler sein. Oder ich habe einen Fehler gemacht beim Auswählen der Sachen. Okay, Waren kaufen. Stahl. Sehr teuer. Okay. Schiff entsenden. Hier kriege ich 1000 für den Stahl. Hier, also 500 hat er gekostet, da kriege ich 1000 etwas wieder. Da kriege ich sogar 1400 wieder. Ach nee, warte, ein Schiff ist sogar noch unterwegs gerade, sehe ich gerade. Okay, aber dann schicke ich das mal los. Und ja, hier ist noch eins gerade am Hafen. Dann Waren kaufen. Kann ich gar nicht, ne? Nee. Ja, aber ich kann es ja eigentlich entsenden auch sonst. Moment, Schiff entsenden. Das hätte diese komische Seite da, ne? Ja, dann ab dafür, das sind ein paar Sekunden. Dann warte ich kurz die Sekunden noch ab. Ich weiß, okay, wisst ihr was? Der Part wird ein kleines Tickelchen länger. Darf ja auch mal. Weil vielleicht... Obwohl, das macht eigentlich keinen Sinn, was ich da mache, ne? Na gut, ich würde sagen, ich mache jetzt noch im Off eben ein bisschen weiter. Von daher sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und von daher bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.